ist viel schwerer, als ich das in Erinnerung habe hier. Ich habe keine Vögel mehr. Okay. Okay, war klar, dass er mich trifft. Okay. Da ist ein Checkpoint. Furzkorb. Oh komm, wir nehmen mal einen Furzkorb. Wir haben genug davon. Und schauen uns mal hier um. Ja, super. Okay. Können wir da mal näher ran? Dann versuchen wir das nochmal. Wieso? Was soll ich sagen? Falscher Knopf oder was? Oh Gott. Oh Gott. Das ist aber echt tricky hier. Habe ich denn nichts mehr zum Schießen? Oh Mann, ich habe alles ver... Ja, dann brauche ich auch bald nicht mehr neu laden, weil unsere Items eh alle verbraucht sind. Toll. Was ist denn das? Wie soll ich die denn kriegen? Von hier aus kriege ich den nicht, ne? Doch, kriege ich wohl. Geil. Ich dachte, ich komme noch nicht drauf. Wie mache ich das denn jetzt? Okay, genau. Alter Schwede, seid ihr bekloppt? Na, der ist immerhin tot. Und ich habe das Leben bekommen, haha. Wir müssen da hoch, ne? Wir müssen da hoch! Oh, Leute. Okay. Ich bin... Oh, oh, Kringel! Bonus Room! Der kommt wie gerufen, Leute. Oh, herrlich. Items sammeln, aber ganz flott hier. Mann, Mann, Mann. Jetzt darf er nicht sterben. Wow. Nein! Scheiß Bonus rauf mit Gegner! Ganz, ganz toller Bonusraum. Hm. Na okay, wir schreiben das trotzdem auf. Denn wir sind weitergekommen. Da, ich krieg schon wieder einen Ohrwurm hier. So, X, Kreis, 1. Ach ja. Und das haben wir auch. Mal kontrollieren. Sieht gut aus. Okay. Jo. Dann gucken wir mal, was das nächste Level uns beschert. Hot Dogs. Jawoll. Ah, jetzt kriege ich Hunger, wenn ich das lese. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nee. Geheimnis. Das ist nicht gerade das beste Level. Tolles Geheimnis. Okay. Auch das hier müssen wir leider bewerkstelligen. Ja, hier passiert noch was, keine Angst. Da kommt nämlich so ein Holzklotz angeschwommen. Bloß die gehen auch nach einer Zeit unter, das ist das Gefährliche. Hallo? Holzklotz? Hat er, ach, ein Steg. Ah, auf die dürfen wir, glaube ich, auch noch springen, oder? Ja. Ja, danke. Der geht unter, super. Mein. Kommt hier noch was Neues? Ah, Müll. Und irgendwer kotzt und wirkt hier im Hintergrund. Hört sich auch lecker an. Das bin nämlich nicht ich. Nur mal so nebenbei. Ich rülpse zwar hin und wieder, aber kotzen und würgen tue ich noch nicht. So weit ist es noch nicht. Geile Mucke wieder. Ich liebe sowas. Hallo, ich möchte gerne rüber. Dich mach ich schon mal tot. Du nervst. Das stört er mich gleich unterwegs. Oh, er geht unter. Oh, ein paar Lehmkugeln, okay. Oh, ich wollte gerade schießen, ging nicht. Weil ich keine Munition mehr habe. Das ist ein triftiger Grund. Vogel. Ja, ich hätte natürlich auch eben raufspringen können, weiß ich, ja, habt ihr recht. Aber ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Alter, ich dachte, der geht unter. Ja, hier muss ich weg. Nervst. Den schnappe ich mir gleich da oben. Ja, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen zäher Level.
weil wir mal darauf angewiesen sind, dass diese Teile hier nachrutschen oder nachschwimmen. Aber ja, nichtsdestotrotz muss der Level gemacht werden. Checkpoint. Was haben wir hier drin? Ich hätte gern ein paar Leben. Ich weiß nicht, ob wir diesen Strahl da treffen dürfen. Deswegen sind wir ein bisschen vorsichtig da lang gesprungen. Die kann man eigentlich auch immer hervor oder voraussehen, diese komischen. Sind das Pflanzen? Wow. Sind das schon Tiere? Keine Ahnung. Oh, wir haben mal wieder ein Leben bekommen. Das freut mich ungemein. Das Teil geht unter. Oh! Der kam aber im letzten Moment, oh. Leute, was macht ihr mit mir? Schon ein bisschen strange hier. Eigentlich immer die Röhren, die nach oben gucken, da ist grundsätzlich einer drin. Ach ja, herrlich. Ich glaube, es kommt bald mein Lieblingsendgegner, wenn ich das noch in Erinnerung habe, richtig. Ja, der ist so geil. Auf den freue ich mich schon. Ach, jetzt habe ich das Teil verpasst, ich Idiot. Oh, ich laber und laber und habe vergessen, dass das Teil da lang schwimmt. Hallo. Ach komm. Lass mich hier nicht so lange stehen. So. Ducken? Sieht so aus. Uiuiui. Und der nächste. Ah, der ist wieder ein bisschen fies versteckt da oben. Ah, nehme ich den mit? Ich nehme ihn mit. Oh, was ist das denn? Boah. Ihr seid doch krank. Okay. Ein roter? Ja. Aber oh, hier ist was. Oh. Wow. Immerhin, jetzt hätte ich ganz gerne mal wieder ein Passwort. Jetzt haben wir wieder einigermaßen Leben. Die sind wieder viel zu schnell verbraucht. Oh, Kringel. Kringel. Da kommen wir irgendwie hin. Und ich habe die Befürchtung, dass diese Lehmteleporter, nenne ich sie mal, zum Ende des Levels, uns tatsächlich in unterschiedliche Level bringen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass als ich das hier das letzte Mal gespielt habe, das ist jetzt ein paar Wochen her, ich habe es nochmal angezockt, bevor ich das als Let's Play in Erwägung gezogen habe, weil ich nochmal gucken wollte, wie war das überhaupt nochmal genauso. Da hatte ich andere Schneelevel. Beziehungsweise war da ein Abschnitt, der hat mich ziemlich aufgehalten. Oh, scheiße. Ich stehe ja. Auch geil. Ja. Also da war so ein Abschnitt, der hatte mich ziemlich aufgehalten mit einigen Springpassagen und diesen Zeitplatten. Diese zeitaktivierten Platten, auf die man springen kann. Da hatte ich ja gesagt, da wird uns noch einiges bevorstehen, aber das kam gar nicht. Also, ja, es gibt tatsächlich Unterschiede, welches Level erscheint, wenn man welchen Warp Room da betritt. Dementsprechend kann ich euch dann wohl nicht alle Level zeigen. Aber okay. Das macht das Spiel dann ja auch schon wieder interessanter, finde ich. Ne? Wenn man immer bei jedem Durchspielen andere Wege offen hat. Spricht eigentlich für das Spiel. Und wenn man hier echt alle Geheimnisse finden will, da, ja, da hat man was zu tun, würde ich mal sagen. Also ich werde das hier nicht machen. Das wird hier keine 100% Challenge, ne? Ausdrücklich mal eben gesagt. Das schaffe ich nicht. Das ist echt ein Just for Fun Let's Play. Und so sollte es auch sein. Da komme ich leider nicht dran. Aber gleich. Wenn ich dich nämlich... Ach, das ist auf der anderen Seite. Hä, hä. Ah, haben wir so einen... Nee, den haben wir leider nicht. Das hätte ich jetzt einen von diesen... Köpfen einsetzen können, die praktisch den Bildschirm leer räumen und alle Items einsammeln, an die wir nicht rankommen. Das ist nämlich echt ganz praktisch manchmal. Nur leider kommen die ein bisschen selten vor. Okay, da gehen wir mal rein. Bin froh, wenn dieser Abschnitt hier vorbei ist. Der sagt mir nicht wirklich zu, diese Kanalisation hier. Ein bisschen eklig. Okay. Ach, na, die sind scheiße. Ach man! Ja, na hoch! Hilfe! Bloß weg hier. Mag die nicht.
könnte man Furzkopf benutzen. Warum nicht? Bisschen Abwechslung reinbringen. Na klar. So, da kommt mal was. Vogel. Affe. Aber Affe, der nicht gefährlich ist. Vielleicht ist da oben was versteckt. Kann ich mir gut vorstellen, aber machen wir mal nicht. Okay, dann müssen wir den Kleinen nehmen. Wahrscheinlich geht der jetzt unter. Okay. Ah, das ist doch nicht zu glauben. Da kommt da so ein Penner angejumpt. Ach, das war die Stelle. Okay. Hallo? Ich wollte gerade sagen, komm da raus. Also vor dem müssen wir uns gleich mal in Acht nehmen. Den Penner mit seiner Kanone. Okay. Oh, wir sind bald wieder vor einem Leben, wenn wir noch ein paar Lebenkugeln einsammeln. Das reicht nicht. Doch, die noch. Komm, die kriegen wir noch. Lass den einmal schießen. Okay. Oh, ich hab doch, bin doch gerade gesprungen, du Affe. Ach, Kirche, Sevel. That's a bang of the bullshit. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Musik ist zu Ende. Okay, soll uns nicht stören. Sie geht auf ihr von vorne los. Oh, der Rabbel. Ja. Nein. Ich hasse mich. Furzkorb. Oder? Furzkorb. Ich würde das auch ehrlich gesagt nicht angenehm finden, wenn die Menschen ihren Darmausgang oben am Kopf hätten. Ich weiß nicht. Würdet ihr das toll finden? Ich finde, da wo er bei uns platziert ist, ist er eigentlich schon ganz gut aufgehoben. Kann man auch mal drüber sprechen. Warum nicht? Warum nicht? Hab dich. So, gucken, ob wir das hier noch irgendwie geregelt bekommen. So, geht doch mal weg da. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher, ich mache alles platt. Haben wir noch Munition? Nee. Haha, ein Vogel haben wir noch. Einen Vogel. Einen Vogel. So, den haben wir zum Glück erledigt und dich räumen wir auch mal aus der Bahn. Ist so ein bisschen vergleichbar mit der Taube aus Worms. Scheiße. Oh, den haben wir erledigt. Weg da. Den wollte ich haben. So. Ich habe leider keinen Vogel mehr und auch keine sonstigen Schießvorrichtungen, die ich benutzen könnte. Okay, nehmen wir den. Achso, jetzt geht noch. Okay. Oh, Glück gehabt, dass ich noch so einen Schutz hatte. Sonst wäre ich jetzt tot gewesen, was ich jetzt sowieso bin. Nein, geht recht. Boah. Ich möchte gerne das Level Ende. Ich habe nichts mehr, ne? Ich hab gar nichts! Nothing! Ah, da ist ein Furzkopf. Will ich da rankommen? Vorausgesetzt, hier kommt irgendwann noch mal was, was in der Kloake hier rumschwimmt, da. Okay, den kann ich aber nicht auf diesem Teil hier benutzen. Das ist das Problem. Boah! Alter! Ich dachte, ich komme da nicht rauf. Aber es war zum Glück so, dass man da durchspringen konnte durch das Rohr. Sonst wäre ich echt am Arsch gewesen. Okay. Ich habe gerade auf ein Leben spekuliert, aber dafür haben wir noch zu wenig Lehmkugeln. Das ist das letzte Leben, ne? Ja. Oh Gott. Ach, mein Furzkopf ist auch schon wieder Geschichte.